Shalom Aleichem. Wir werden heute lernen eine sehr interessante Gedanke, die habe ich gelesen von Harav Israel Meir Lauschlitter. Eine sehr angenehme Gedanke, die war mir nie bekannt oder hat noch verschärft zwei Punkte. Eins, wenn man will lernen Torah, wenn man liest in die Sprache von der Torah in Lashon HaKodesh, versteht man und sieht man total andere Sachen, als man sieht bei der Übersetzung. Und hier ist ein Beispiel und auch die Lehre, die Lektion von diesen drei Psukim sind einmalig. Es ist das dritte Buch Mosche, Kapitel 11, steht geschrieben, welche Tiere soll man essen und welche nicht. Also ich beginne. Ach et ze lo tochlu, ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. Übersetzung. Aber folgende dürft ihr von der Wiederkäuen und von denen mit gespaltenen Klauen nicht essen. Das Kamel, denn es ein Wiederkäuer, hat aber keine gespaltene Klauen, unrein sei es euch. Nächster Pasuk. Ve'et ha-shafan ki ma'ale gerahu ufarsa lo yafris tame'u lachem. Und das Schafan, denn es ist ein Wiederkäuer, hat aber keine gespaltene Klauen, unrein sei es euch. Jetzt die dritte Pasuk. Ve'et ha'arnevet ki ma'alat gera hi ufarsa lo hi frisa, tme'a hi lachem. Und das Arnebet, denn es ist ein Wiederkäuer, hat aber keine gespaltenen Klauen, unrein sei es euch. Also bei der Übersetzung, in alle drei steht geschrieben, hat aber keine gespaltenen Klauen. Aber wenn man sieht, die Wörter von der Torah sind total andere Sachen. Hier steht geschrieben, auf dem Kamel, uparsa enenu mafris. Mafris. Und wenn wir gehen zu dem Schafan, steht geschrieben, parsa lo yafris. Und wenn man geht zu die Arnevet, steht geschrieben, parsa lo hifrisa. Also drei Unterschiede. Mafris, Jafris und Hifrisa. In Übersetzung ist alles und sie hat keine Wiederklauen. Sie ist unrein. Aber in die Safa von der Torah, in die Sprache von der Torah, steht geschrieben bei dem Kamel Uparsainenu Mafris, Mem. Bei dem Schafan steht geschrieben Parsa lo Jafris. Und bei Arnevet steht geschrieben, Ufarsa lo hif risa. Was ist der Unterschied? Mafris ist Gegenwart, jetzt. Mafris, achshav. Jafris ist Zukunft. Jafris, leatid, in die Zukunft, auch in die Zukunft nicht. Und hifrisa ist Vergangenheit. Also die Torah gibt uns nicht umsonst drei Psukim. Die Tora konnte sagen, dass der Gamal, Schafan und Arnevet, Loma Frisei Parasa, Tame, unrein. Aber die Tora wiederholt drei Psukim. Einmal sagt sie Mafris, jetzt, Gegenwart. Einmal sagt sie Jafris, auch nicht in die Zukunft. Er wird keine Wiederkauen haben und keine. Und auch Lohifrisa. Also, dass sie hat aber keine gespaltene Klauen.
auch nicht. Das heißt, die Tora gibt uns eine einfache Regel. Man kann sagen, auf jemand oder auf etwas oder auf eine Sache eine absolute Entscheidung treffen, ob es ist Tameh oder Tahor, rein oder unrein, nur wenn man weiß alle drei Sachen. Man weiß die Vergangenheit, man weiß den Gegenwart jetzt und man weiß auch in die Zukunft, was ist die Sache. Was heißt das? Wir sagen in Pirkei Avot, in Sprüche der Väter, Heved danet kol ha'adam lekav zechut. Sei einer, der vorurteilt oder verurteilt dem anderen Menschen zum Guten, zum Gunsten, zum Positiven, wenn du hörst über jemand was Unkoscheres, Unreines, Unfeines. Warte. Sag nicht mit dem Finger, der andere ist Tameh. Lerne von der Tora. Du musst wissen alles über seine Vergangenheit. Ifrisa. Du musst wissen, was ist jetzt der Zustand, Mafris. Und man muss auch wissen für die Zukunft, Jafris. Das heißt, manchmal Menschen scheinen nicht gut zu sein und Menschen gleich nehmen ein Urteil. Und wir müssen wissen, dass nur wenn der Merkmal von diesem Tum'a, Mafris, Jafris und Ifrisa bleibt, zu seinem ganzen Leben, nur dann Tamehu Lachem, nur dann es ist unrein euch. Wir werden nicht auf jemanden sagen, Tameh Zemeh Machaneh, unrein, geh von unserem Lager, nur wenn es ist uns klar, das ist uns richtig unkoscher für alle Seiten. Es war eine Zeit im Sechstagekrieg, wo Israel hat eine riesige, schlechte Zeit mit Milchama, mit Kampf mit Ägypten, Libanon, Syrien, Jordan, also war großer Balagan. Die UN ist weggelaufen von Israel, wie immer. Und da die Juden noch in der Welt, in schlechten Zeiten, natürlich helfen sie und unterstützen sie, zu zeigen Solidarität, insbesondere, dass damals der Präsident von Frankreich, de Gaulle, hat noch gemacht ein Embargo über Israel. Es gibt eine große, dominante jüdische Gemeinde in Michigan. Diese Gemeinde heißt St. Paul. Und damals, die jüdische Gemeinde hat gesessen mit dem Telefonbuch und sie haben gesucht jüdische Namen, um zu machen Telefon. Heute ist es viel leichter, gibt es viele Mitglieder, aber man wollte wissen, wer sind Juden, suchen jüdische Namen oder Familiennamen und denen anrufen und bieten, sollen sie geben, Truma, Spende, Unterstützung zu Israel. Gut, dann die sind gekommen zu dem Namen Carduso. Der Mann war sehr bekannt in Michigan, weil er hat ein riesiges Shoppingcenter. Und einer hat gesagt, Carduso ist ein jüdischer Name, weil in die Fakultät von jüdischen Universität in New York, in Jura, gibt dort eine große Spende von Familie Carduso. Die sind Juden. Aber ich glaube nicht, dass dieser Carduso ist, da sagt der andere, ich glaube nicht, dass er ist Jude. Er kommt nie in die Synagoge, nicht mal am Yom Kippur, er spendet nirgendwo, wir können ihm nicht, er lohnt sich nicht. Okay, der Rabbiner hat gesagt, ich rufe ihn an. Guten Tag, viele Millionen von Am Israel sind in Zara, wollen Sie schicken eine Spende, Truma, zu Medinat Israel, Eretz Israel? Anstatt Antwort, Carduso schreit, warum rufst du mich, was habe ich damit zu tun? Wenn ich wollte spenden, ich konnte schon den Weg spenden. Und wenn wir reden, lösche mir von der Liste, von der jüdischen Gemeinde, ruf mich nicht an. Und alle waren entsetzt von so einer Antwort, bis die jüdische Gemeinde ist so weit gekommen, dass sie wollten machen ein Embargo an Cherem, eine Bannen über die Shoppingcenter von Carduso, soll jeden nicht gehen dort kaufen, vielleicht ihm zu brechen, auch mental. Und, aber hat man das nicht gemacht, weil jetzt haben wir die Idee, Israel zu unterstützen, hat man gedacht, was anderes. In Mitternacht, jemand klopft bei der Tür, kommt ein Mann mit einem Check. Und dieser Check, sagt der Rabbiner, war doppelt so größer als alle Spenden, die alle Juden haben gespendet in Michigan, in St. Paul. Und steht geschrieben, Carduso, Bedingung zu nutzen dieser Check, anonym. Soll niemand wissen, das, was habe ich gemacht. Es geht niemand an, das ist mein Geld, ich gebe nur, wie ich will.
und wo ich will. Nun, 6 Tage Krieg ist vorbei. Und in dieser Zeit sind auch die Geschäfte von Carduso bankrott gegangen. Und er ist krank geworden und gegangen in ein Spital. Nur der Rabbiner von St. Paul ist gegangen, ihn zu besuchen. Und er ist gegangen zum Carduso und hat gesagt, ich wollte mich bedanken für die große Spende. Und ich wollte dir sagen, ich bin bereit, die ganze jüdische Gemeinde dir zu unterstützen und zu helfen, um dir wieder auf die Beine zu stellen. Carduso hat geschwiegen. Und der Rabbiner sagt ihm noch einmal, wir werden dir unterstützen, wir werden dir helfen, noch einmal, du hast gegeben so eine große Spende, wir werden noch einmal für dich helfen jetzt. Und dann Carduso hat gesagt, don't give back, never, ever. Der Rabbiner hat gesagt, keine Sorgen, es wird sein bessere Zeiten finanziell, wirst du uns zu geben. Aber Carduso hat seinen Kopf bewegt von rechts nach links und er hat gesagt, don't give back Jerusalem. Ich will nicht hören über das Geld. Das, was habe ich gegeben für mein Volk. Vor meinem Tod will ich dir etwas sagen. Don't give back Jerusalem. Das, was wir haben gemacht. Urteile jeden Menschen zum Guten. Urteile. Denke über die Menschen Gutes. Menschen haben sehr viele Gutes. Shavua Tov.